Hallo liebe Camber, hier habe ich mal wieder ein kleines Video zu zeigen aus unserer Werkstatt. Wie ihr seht, ein Pössl Van, sprich Kastenwagen, ein Summit 600 Plus. Hier verbauen wir ein bisschen Technik. Ich nehme euch hier mal mit und zeige euch das mal. Hier verbauen wir ein Liontron Lithium Akku mit 150 Amperestunden. Mit Bluetooth natürlich, ganz klar. Dann verbauen wir hier einen Wechselrichter der Firma Büttner mit 1500 Watt Sinusleistung. Genau. So, dann verbauen wir hier auch noch zusätzlich eine Solaranlage mit 2x110 Watt. Da sind wir noch am Vorbereiten. Da stehen sie. Die zwei Platten, genau, da haben wir es noch verpackt, die werden wir wahrscheinlich morgen drauf machen. Und dann kommt hier noch neben den Wechselrichter, das zeige ich euch dann, wenn es soweit ist, kommt hier noch eine Ebersbecher Dieselluftheizung rein. Also volle Programm, was wir hier verbauen. Dementsprechend haben wir hier auch schon Vorbereitungen getroffen. Hier sind wir gerade noch am Elektrokasten drin, weil was darf man natürlich nicht vergessen bei der ganzen Geschichte. Das ist die Netzvorrangschaltung, die wir hier einbauen. Dann müssen wir hier natürlich bei der Netzvorrangschaltung nicht vergessen, den Kühlschrank entsprechend auszuschlaufen. Die Netzvorrangschaltung verbauen wir hier auf der Rückseite, da haben wir schön Platz. Da machen wir das dann rein. Hier unterm Boden, wo die Schläuche schon entlang laufen, tun wir die isolierten Kabel durchlaufen lassen. Dann können wir das Fach weiter nutzen, weil wir hier schön Luft haben. Da haben wir nochmal einen Zwischenboden drin, da können wir die Kabel schön durchziehen. Dann haben wir das Display hier. Das kommt natürlich standesgemäß nach oben. Hier oben noch dazu, genauso wie dann das Eversbecher Bedienteil noch dazu kommt. Nach da oben, wo wir dann die Kabel nur durchziehen. Und dann suchen wir uns noch eine anständige Kabeldurchführung für die Solaranlage. Das zeige ich euch aber dann nochmal. Da machen wir dann nochmal ein Video, wenn wir da soweit sind. Und dann nehme ich euch auch nochmal mit. Genau. Dann haben wir hier weiter stehen einen Weinsberg Pepper. Den fangen wir morgen auch gleich parallel dazu an. Auch der bekommt einiges verbaut. Hier haben wir auch schon kleine Vorbereitungen getroffen. Da kommt jetzt morgen früh gleich der Sitz raus. Auch er kriegt 150 Amperestunden Liontron unter Sitz Lithium Akku. Dann bekommt er auch einen 1500 Watt Wechselrichter mit Netzvorrangschaltung. Dann verbauen wir hier noch eine Soak mit Bodenauslass. Das zeige ich euch dann auch nochmal, wie das funktioniert, beziehungsweise was die Soak für Aufgabe hat. Finde ich ganz klasse. Also ich habe die auch bei mir selber verbaut. Es ist wunderschön, weil da wirklich sämtliche Gerüche nach außen gezogen waren. Da zeige ich euch nochmal, wie wir das hier machen. Und dann werden wir wahrscheinlich hier im nächsten Step, habe ich heute schon mit dem Kunden besprochen. Hier haben wir ja eine C4 verbaut. Das ist die C6, Entschuldigung, mit Gas. Da werden wir dann wahrscheinlich noch eine Dieseltruma reinbauen. Da haben wir nächste Woche auch wieder ein Fahrzeug da, wo wir das machen. Die Truma austauschen, auch von Gas auf Diesel umrüsten. Und da muss ich sagen, es ist wirklich ein Thema. Es wird unheimlich viel angefragt. Es ist halt einfach ein ganzes Stück zur Autarkie beigetragen. Jo, was verbauen wir hier noch? Dann kriegen wir hier noch einen Solarregler, einen neuen, weil er hat schon Solarplatten drauf, hat aber noch keinen MPPT-Regler. Da verbauen wir einen von Victron mit Bluetooth-Schnittstelle. Ja, und dann ist das Fahrzeug auch fertig. Da zeige ich euch auch nochmal ein Stück, wenn das dann soweit ist. Nehme ich euch auch nochmal mit von dem Pepper. Genau. Also tolles Fahrzeug, nagelneu, ist gar noch nicht so alt. Ich glaube,
müsste jetzt lügen, müsste man mal genau nachschauen. Ich glaube, 2 Monate ist erst jung, wo dann schon wieder hier bei uns steht zum Umbauen. Gerade ein bisschen schmutzig, weil heute früh war es natürlich vom Wetter her bei uns schon ein bisschen extrem. Mit Head-Up-Display auch das Fahrzeug, wunderschön. Und dann kann ich euch noch mal ganz kurz mitnehmen bei uns vor die Türe. Da warten nämlich auch schon wieder die nächsten Fahrzeuge, die umgebaut waren. Da steht hier ein Eura gleich als erstes. Ein wunderschönes Fahrzeug. Auch dieses Fahrzeug kriegt das volle Programm. Hier verbauen wir Lithium-Akku mit 200 Ampere-Stunden, 160 Watt Solaranlage, Dieselheizung, Wechselrichter, Alarmanlage. Von da verbauen wir die Vibro Safe Lock. Also auch hier geht es richtig zur Sache, da bauen wir richtig was ein. Jawohl, in das schöne Fahrzeug, auch da lasse ich euch teilhaben, na ganz klar. Vor allem bei der Alarmanlage, weil das ein Riesenthema ist bei dem Ding. Und auch bei dem Ladebooster, weil da kriegt er nämlich auch noch ein schickes Gerät. Und hier habe ich einen schönen Lastradar stehen. Auch der kriegt volles Programm. Auch den rüsten wir um auf Lithium und auf Wechselrichter. 1500 Watt. Ein wunderschöner Lastradar. Dann haben wir hier noch einen Ahorn stehen. Das Fahrzeug kriegt von uns eine Soundanlage und ein Alpine-Navigationsgerät. Auch das wird diese Woche noch dran sein oder Anfang nächster Woche, nehme ich an. Und da müssen wir noch ein paar Kleinigkeiten mitmachen. Jetzt ist mein Gimbal abgestürzt. Sauerei, das passiert auch mir mal. Und hier steht noch mein Auto. Ja gut, da haben wir momentan nicht viel zu machen, weil da haben wir gar keine Zeit dafür. Alle natürlich winterfest. Und da hinten steht nur unser PLA als Mietfahrzeug. Genau, aber momentan ja eher schwierig. Aber wir haben trotzdem für den Dezember schon noch Anfragen. Mal schauen, ob das nur zu erfüllen ist, dass vielleicht der ein oder andere doch noch fahren kann. Also, wenn wir die beiden noch anfangen zu bauen, dann nehme ich euch wieder mit auf die Reise. Dann bedanke ich mich. Halt, ich muss euch Nummer eins zeigen. Ist das nicht wunderschön hier? Guckt mal. Ein wunderschönes Schaufenster mit Kamin. Vielleicht habt ihr das ja bei Camper Tobi schon gesehen. Und ich würde mich unheimlich freuen, wenn ihr auch beim Camper Tobi und beim Camper Thomas auf dem Kanal vorbeischaut. Vor allen Dingen beim Camper Tobi, weil da haben wir einen digitalen Adventskalender gestartet seit heute, der da läuft. Jeden Tag machen wir ein Türchen auf und mit dem Code, was da eingeblendet ist, kann man sich vielleicht den einen oder anderen Rabatt bei uns sichern. Lasst euch überraschen, da sind viele Produkte dabei, online zu bestellen auf unserer Website www.mika-caravan.de. Gibt es dann noch ein paar mehr Infos dazu. Und ja, in diesem Sinn möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken und wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit. Ja, bis bald. Und wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und natürlich über ein Abo. Ganz lieben Dank, bis bald, tschüss.